fantastisch, oder? Wie sich der Roger an der Spitze haltet. Welcher Roger? Federer. Roger Federer. Bäh. Ja, Mama, das ist ganz okay. Was? Ganz okay? Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was immer alle von dem finden. Der Federer ist auch nur ein Mensch. Was ist mit dir? Was soll schon passieren? So, wir kommen zum Fall die Schweiz gegen den Benno Keller. Der Anklagte wird der aktiven Federermissachtung beschuldigt. Anklagte, was haben Sie zu Ihrer Verteidigung vorzubringen? Ich verstehe das alles nicht. Ich habe überhaupt nichts gegen den Roger. Hm? Er heißt Roger. Ja, sag ich. Roger. 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 Tun wir miteinander Roger. Roger. Merkst du, das wird länger gehen. Ah, länger als ein Tennismatch. Bitte? Nicht, nicht. Gut, dann würde ich gerne Zeugen hören. Sind Zeugen schon da? Schatz? Was soll das? Ah, bitte, Anklagte, Ruhe. Hm? So, wenn Sie bitte wollen, schildern mit Ihnen eigenen Worten, was am 16. Juli, am Nachmittag, passiert ist. Also, wir haben das Grand Slam-Finale im Fernsehen geschaut. Der Papi hat gar nicht richtig angeschaut. Er hat nur mit dem iPhone gespielt und Nägel geschnitten. Wie bitte, der Roger Federer, ja, unser aller Idol, der Jahrhundertsportler, der Tennis-Jesus, würden sie x die Grand Slam und sie haben daheim nichts Besseres zu tun, als ihren Fußnägel zu schneiden. Das ist Majestätsbeleidigung. Majestät? Von wem denn? Ja, von King Roger, denk. Haben wir noch eine dumme Frage. Ach, hallo, sollte ein Richter nicht neutral sein? Alles hat seine Grenzen. Das Gesetz gibt es bei uns doch gar nicht. Ich habe noch mehr. Ja. Ich habe dem Papi gesagt, wenn ich gross bin, möchte ich mal so werden wie der Roger Federer. Und dass er der grösste Sportler aller Zeiten sei. Und dann hat er nur gesagt, der Michael Jordan war auch gross gewesen, wenn nicht sogar grösser. Hey, aber das stimmt doch, der ist 2 Meter. Junge Mann, das waren genau die Worte, die dein Vater benutzt hat an diesem Abend. Ich habe keinen Vater mehr. Anklagte, löst das Bild denn nicht Ihnen aus? Sind Sie denn meistens stolz, dass der Roger ein Schweizer ist? Er ist ja nicht nur Halbschweizer. Das stimmt doch, er ist auch Südafrikaner, ne? Du Monster! So, Ruhe bitte! Wir sprechen Sie allen Anklagepunkten schuldig, Benno Keller. Sie werden im Land verwiesen. Ja, und wohin soll ich gehen? Gehen Sie doch auf Spanien, zu den Nadal-Fans! Was? Ab hier!